Moin, Freunde des Bullingsports! Heute stellen wir euch mal diesen Trecker vor, gehen auf die Technik ein, was ist verbaut, wie funktioniert das? Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Vor uns steht der Little Dreamer. Neben mir steht Svenja und René, beide jahrelang Kompaktdiesel gefahren. Und der Besitzer ist heute leider nicht da, aber wir kriegen das auch so ganz gut hin. Ihr habt ja die technische Ahnung davon. Der Trecker hat schon eine bewegte Vergangenheit, kann man so sagen. Der wurde damals von Hans Hermann gebaut, lief unter dem Namen Michi Power. Stand dann einige Zeit, ist dann unter Kappa One gelaufen, wurde jetzt gekauft. Von? Michael Kniest. Von Michael Kniest, genau. Und wird demnächst in der DTTO beim Garden Pulling unter dem Namen Little Dreamer wird er anhaken. Und die ganze Technik, die dahinter steckt, das gucken wir uns jetzt mal an. Steigen wir direkt mal mit der Technik ein. Ich denke mal, das interessiert die meisten. Nochmal zur Erinnerung, hier 600 Kilo Kompaktdiesel. Ich verlinke euch mal das Video, wo wir die Klassen vorstellen. Wir haben René dabei, wir haben Svenja dabei, beide jahrelang Kompaktdiesel gefahren und auch sehr erfolgreich gefahren. Da brauche ich ein bisschen technische Expertise dabei. Leider der Fahrer heute nicht dabei, aber wir kriegen das hier zusammengepuzzelt, versprochen. Was haben wir hier? Kompaktdiesel nochmal zur Erinnerung, maximal 2,5 Liter Hubraum, Dieselkraftstoff, maximal 4 Zylinder. Eine Ladestufe, das heißt ein Turbolader drauf. Hier verbaut ist ein 1,9 Liter TDI-Motor von VW. Was direkt ins Auge fällt, ist die Einspritzpumpe. Dieselmotor, noch mal ganz, um die Grundlagen zu erklären, ist natürlich ein Selbstzünder. Das heißt, ich spritze den Dieselkraftstoff fein vernebelt direkt in den Zylinder ein. Und diese Motoren leisten in Serie, was leisten die ungefähr? 100 PS. Um die 100 PS. Und wir gehen wirklich hoch bis 400, 600 PS teilweise. Und da Kraft bekanntlich von Kraftstoff kommt, erreicht man das zum einen durch die Aufladung. Das heißt, wir schieben mehr Luft in den Motor rein. Aber wenn ich mehr Luft reinschiebe, muss ich auch mehr Brennstoff nachschieben. Und das machen wir hiermit. Das ist eine Reineinspritzpumpe für die vier Zylinder. Die ist natürlich nicht an diesen Motoren standardmäßig verbaut, sondern diese kommt aus dem landwirtschaftlichen Fahrzeug, nennen wir es mal einfach so. Das können wirklich verschiedenste Pumpen sein. Das ist eine Bosch A-Reineinspritzpumpe für die Leute, die es kennen. Die werden halt für diese Motoren umgebaut. Man kann das mehr oder weniger aufwendig machen. Weil ich sag mal, in einem landwirtschaftlichen Fahrzeug, was dreht der Motor da? Roter Bereich, 2.500 oder sowas. Diese Motoren drehen nochmal 7.500, vielleicht mal bis an die 8.000 Umdrehungen. Das kann die Pumpe standardmäßig nicht. Dreht natürlich, wie es üblich ist, mit der halben Kurbelwellendrehzahl. Aber da gibt es halt spezielle Firmen, für die das umbauen. Die ändern hier hinten den Regler drin. Die Elemente, das heißt die eigentlichen Pumpen, in dieser Reineinspritzpumpe werden umgebaut, dass die A, sich schneller füllen können und B, dass die halt auch die Fördermenge bringen, die sie bringen müssen. Das heißt, man kann hier auch mit anderen Elementen, andere Durchmesser, andere Geometrien, kann man wirklich dafür sorgen, dass man deutlich mehr Kraftstoff in den Motor reinbekommt. Ich weiß gar nicht, gibt es auch Common Rail oder ist das im Moment bei Kompaktdiesel gar nicht üblich? Einer das mal getestet, aber nicht so erfolgreich. Ja, also hier wird wirklich auch, weil es vielleicht den einen oder anderen auch interessiert, Common Rail ist bei normalen Motoren ja mittlerweile der Standard. Bei Kompaktdieselmotoren funktioniert die Technik einfach nicht, die schaffen nicht die Mengen. Deswegen sind wir hier wirklich bei den reinen Einspritzpumpen. So, was haben wir denn noch? Oh. So, ich habe es eben schon gesagt. Der Motor, ist das eigentlich standardmäßig, ist der schon, der ist auch schon turbogeladen, oder? Genau, ja. Ja, ist ja logisch, TDI. Ist gut. Der ist natürlich viel zu klein.
Ist ja logisch, viel zu klein alles. Hier verbaut ist jetzt ein HX 35 Lader. Das ist eher noch die, ich sag mal, kleinere Variante. Insbesondere in Holland werden auch deutlich größere Lader gefahren, HX 40, HX 50, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Dann bewegen wir uns irgendwo bei Einlassdurchmessern vom Verdichterrad von 100 mm. Also da geht schon richtig was. Bei den großen Ladern hat man natürlich beim Start die Schwierigkeit, aufgrund der geringen Abgasmenge, die Lader auch wirklich richtig ans Drehen zu kriegen. Das sieht man dann immer schön auf den Videos. Vielleicht habe ich hier mal ein Beispiel. Der Ladedruck, der wird über mehrere Sekunden aufgebaut, bevor es dann wirklich losgeht. Im Grunde wird gegen eine schleifende Kupplung wird die Last immer weiter erhöht. Der Lader dreht hoch und da muss man das ganz vorsichtig beidosieren mit dem Gashebel, weil wenn man den einfach nach vorne schiebt bei einem Diesel, dann kommt nur eine große weiße Wolke raus, verdampfender Kraftstoff. Und ja, der Ladedruck ist komplett zusammengebrochen, man muss von vorne wieder anfangen. Thema Kupplung, wo wir gerade schon mal so angerissen haben. Dieser Schlepper hat eine Einscheiben-Fliehkraftkupplung. Guckt mal da oben, ich verlinke euch das mal. Kaiser Performance hat da mal ein richtig cooles Video rausgehauen, wie die Fliehkraftkupplungstechnik im Traktorpulling funktioniert. Und das ist genau dasselbe, halt nur mit einer Scheibe und vom Format ein bisschen kleiner, aber die Technik ist 1:1 identisch. Gängig bei diesen Klassen ist auch oder sind auch Mehrscheibensysteme. Sind das dann auch Fliehkraft oder habt ihr diesen Pedal betätigt? Hier ist es eine Fliehkraftkupplung. Bei Mehrscheibensystemen ist es teilweise eine ganz normal pedalbetätigte Kupplung. Kann aber auch als Fliehkraftkupplung aufgebaut werden. Also da hat man schon einige Möglichkeiten. Wichtig bei den Kupplungssystemen ist halt, die müssen schon mit viel Last länger schleifen können. Das heißt, wir haben hier Sintermetall oder Sinterbelege drauf, die diese Temperaturen auch abkönnen, um den Ladedruck erstmal aufzubauen. Wenn der sofort einkuppeln würde, wäre der Motor einfach aus. Das würde bumm machen und aus. Hier oben, das ist der Ladeluftkühler. Ich hatte ja schon mal ein etwas ausführliches Video gemacht zum Thema Aufladung, was wichtig ist. Mit das Wichtigste ist, dass die Ladeluft runtergekühlt wird. Was für Ladedrücke sind wir ungefähr? Bei 4,5 bis 5 Bar Ladedruck. Ja, 4,5 Bar, 5,5 Bar Ladedruck. Da kommt die Luft hier granatenheiß raus aus dem Lader. Und man muss idealerweise die Luft so gut es geht runterkühlen. Der ganze Schlepper wiegt allerdings nur 600 Kilo. Das heißt, wenn der Trecker fertig ist, kann man das restliche Gewicht noch in den Ladeluftkühler reinstecken. Aber ich sag mal, da sind nicht mehr die großen Sprünge möglich. Das ist jetzt einfach ein wassergefüllter Kasten, mehr oder minder, der einfach durch seine Wärmekapazität, die Masse an Wasser, die da drin ist, die erwärmt werden muss, kühlt er das runter. Hier ist der Eintritt vom Lader, geht dann hier vorne wieder raus und geht in den Fütter- oder in die Ansaugkanäle rein. Zwischen den Läufen wird der Kühler entleert. Hier haben wir einen Wasserhahn im Grunde, wo dann das heiße Wasser, also das ist teilweise wirklich richtig heiß, wird abgelassen durch frisches und kaltes Wasser ersetzt für den nächsten Lauf. So, und das heißt, man hat jeden Lauf wirklich konstant kühle Ladeluft. Um das Thema, ich sag mal, kühle Ladeluft und allgemein Motortemperaturen in den Griff zu bekommen, geht man bei den Kompaktdieseln auch eigentlich immer her und baut eine zusätzliche Wassereinspritzung dran. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. René hat zum Beispiel vor den Ventilen direkt in die Kanäle eingespritzt, das Wasser. Das trägt dann in erster Linie natürlich zu der Motorinnenkühlung bei. Man kann aber auch das Wasser selbst vor dem Turbolader einspritzen und bei der Verdichtung schon die Wärme rausziehen. Also du hast mir eben gesagt, das ist eine schon eine defizile Abstimmarbeit.
Wassermenge, Zeitpunkt, wann kommt das Wasser, wo wird eingespritzt. Dann werden die Abgastemperaturen gemessen, um zu gucken, wo liegt man, laufen die Zylinder gleichmäßig. Abgastemperatur für den Diesel natürlich extrem hoch bei den hohen Drücken, die gefahren werden. Wir sind hier irgendwo bei 800 bis 1000 Grad stellenweise. So, und das ist halt ein Balanceakt, den muss man abstimmen. Aber wenn das dann richtig passt, dann ist man wirklich in der Lage, mit einem 2-Liter-Motor weit über 400 PS aus Diesel zu generieren. Was noch erwähnt werden muss, ist, der Motor kommt zwar aus einem PKW, aber als Diesel hat er natürlich, wo sind die Höchstdrehzahlen von so einem Motor normalerweise? 5,5 oder so. Das heißt natürlich 4,5. Ja, 4,5, 5,500 Umdrehungen. Und die gehen stellenweise bis an die 8,000 Umdrehungen. Da wird natürlich auch der Ventiltrieb überarbeitet. Weil, ich sag mal, da verlässt der Motor natürlich lange das, oder den Bereich der höchsten Leistung beziehungsweise des höchsten Drehmoments, der höchsten Zylinderfüllung. Und das muss halt optimiert werden durch umgeschliffene Nockenwellen, durch andere Ventile, andere Ventilfedern. Muss der Gaswechsel halt ja, für diese hohen Drehzahlen, ich sag mal, ertüchtigt werden. Ja, zusätzlich sind in den Motoren halt auch dann komplett Haarschaftpol verbaut. Mhm. Umgearbeitete Serienkolben, feingewuchtete Kurbelwellen, einfach um die Drehzahl hinzukriegen. Ne? Mhm. Kolben sind ein bisschen leichter gemacht. Gut, die Kompressionshülle weggenommen, dadurch werden sie automatisch leichter. Größere Brennmulden werden eingefräst. Solche Sachen macht man dann, wie gesagt, Haarschaftpol aus Alu oder aus Stahl. Mhm. Genau, also es ist wirklich der Motor, wenn man richtig Leistung fahren will, von oben bis unten. Also einmal komplett durchgearbeitet. Ja. Was wir bei diesem Jahr hier jetzt auch haben, bei den Dieselmotoren, haben wir uns ja selbst auch verlegt, dass wir seit einigen Jahren wirklich nur noch mit CO2-neutralen Diesel fahren. Ja. Wir wollen ja nicht mehr die Umweltsäue sein. Dementsprechend vom Diesel her einfach umgestiegen, sowohl bei uns als auch bei den Fahrpullern. Ne? Das ist dann ein GTL-Diesel. Bei uns heißt HVO, glaube ich. Ja, also GTL, synthetisch hergestellter Dieselkraftstoff oder HV100. Genau. So was Ähnliches. Ist mittlerweile auch, kommt nicht an den Tankstellen, ist jetzt so mittlerweile irgendwie zugelassen. Ja, es ist, ihr habt es vielleicht in der Presse mitgekriegt. An Tankstellen wird jetzt auch umgestellt, stellenweise, dass HVO100 verkauft wird. Das ist ein klimaneutral hergestellter Diesel. Da wird im Grunde ja Biomasse, biogene Abfälle werden halt zerlegt und dann zu einem Dieselkraftstoff, zum synthetischen zusammengesetzt. Und seit einigen Jahren wird das halt im Traktorpulling, im Gardenpulling, im Farmpulling wird das gefahren. Ganz einfach, damit wir ja unseren Beitrag für den Umweltschutz leisten. Und ja, wir zeigen halt damit auch, dass man auch mit diesen, ich sag mal, alternativen Kraftstoffen, dass man da wirklich extrem hohe Leistungen fahren kann. Und dass sich Umweltschutz und wirklich Motorsport nicht ausschließen. Wir haben sogar mit dem synthetischen Kraftstoff sogar gute Erfahrungen gemacht. Nein, wir machen das nur wegen der Umwelt. Nur wegen der Umwelt. Ja, also mittlerweile ist es ja wirklich so, dass die Teams, die auf die normalen Diesel fahren, sagen, sie sind, sie haben weniger Leistung. Also die Teams sagen halt, wenn du nicht mehr mit dem neuartigen Dieselkraftstoff fährst, bist du auch weiter hinten. Ne? Mhm. Die sagen halt einfach, du hast mehr Leistung. Der Trecker springt wesentlich ruhiger an. Ja. Mhm. Ne? Also eigentlich hat das Ding nur Vorteile. Also mit dem GTL, gerade mit dem synthetischen Diesel, haben wir nur gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Ne? Wie gesagt, was Laufruhe angeht, was Ansprechverhalten angeht, durchweg positiv. Ja. Motorraum haben wir doch jetzt ganz grob, oder? Jetzt machen wir noch ein bisschen Achse, machen wir ein bisschen Reifen, dann ist das Video auch schon wieder viel zu lang. Nachdem wir jetzt den Motor soweit durch haben, gucken wir uns mal an, wie die Trecker hinten aufgebaut sind. Als augenfälliges oder augenscheinliches Merkmal der Überrollkäfig. Der ist vorgeschrieben. In den entsprechenden Klassen gibt es genaue Mindestanforderungen, wie viele Rohre in welchen Abständen zu verbauen sind. Grundsätzlich nur nahtloses Rohr. Grundsätzlich die wichtigen Sachen nur durchgängig, als ohne hier Schweißverbindungen drin, beziehungsweise hier keine Schweißverbindungen drin. Ist halt einfach ein extrem wichtiges Sicherheitsmerkmal. Ich kann euch hier mal ein Video zeigen, warum das so wichtig ist. Oh, da liegt sie auf die Seite.
Ja, ihr habt es gesehen. Also so ein Trecker liegt auch schon mal schnell auf der Seite. Und ja, der Fahrer muss einfach geschützt sein. So, und in diesem Käfig ist er das. So, hier vorne sehen wir noch ein ganz wichtiges oder das eins der wichtigsten Sicherheitsmerkmale überhaupt. Das ist der Notaus. Der wird mit dem Bremswagen verbunden, kann dann von dem Fahrer des Bremswagens ausgelöst werden, wenn er merkt, hier vorne läuft irgendwas schief, der Fahrer verliert die Kontrolle. Oder was auch wichtig ist, sollte sich aus irgendwelchen Umständen mal der Trecker losreißen, wird der natürlich automatisch rausgezogen. Trecker fährt nach vorne ab und wird rausgezogen. Bei Dieselmotoren ist es so, da ist eine federbelastete Klappe, die schlägt zu, unterbricht die Luftzufuhr. Das ist eigentlich die einzig sichere Möglichkeit, einen Dieselmotor stillzusetzen. Und ja, ist bei jedem Trecker in jeder Klasse vorgeschrieben, wird auch bei jeder Veranstaltung jedes Mal überprüft, dass dieses System zuverlässig funktioniert. Bei den Achsen hat man grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Man kann entweder ein relativ großes Differential fahren und verzichtet auf Außenplaneten. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch mal oben. Oder aber man hat die Möglichkeit, man baut eine relativ leichte Achse ein, die zum Beispiel auch aus dem Suzuki Jimny, also einem sehr, sehr kleinen Fahrzeug, kommen kann. Und hat in den Rädern die finale Untersetzung, dann sitzen Außenplaneten da mit einer Übersetzung nochmal von 1:3, 1:4 in dieser Größenordnung. Und dann wird die finale Untersetzung mehr oder weniger erst in der Felge gemacht. Hier, das ist eine Planetenachse mit einem relativ kleinen Differential und Außenplaneten. Die Trecker sind beim Traktorpulling im Allgemeinen und gerade aber auch bei Kompaktdieseln durch den kurzen Radstand, sind die Trecker vorne chronisch zu leicht. Durch die gegebene Maximalmasse muss ich natürlich sehen, dass mein Hinterteil so leicht wie möglich wird, weil das alles, jedes Kilo, was ich hier hinten spare, kann ich vorne wieder dranhängen. So, und dadurch schaffe ich natürlich einen ordentlichen Wettbewerbsvorteil. Das heißt, bei den Achsen ist absoluter Leichtbau angesagt. Die müssen halt so stabil sein, dass sie die Leistung aushalten. Hier hinten weiterhin das Zugpendel. Hier wird der Bremswagen eingehängt. Die Steigbegrenzer, auch vorgeschriebenes Sicherheitsmerkmal. Das heißt, wenn man sich bei dem Zugpendel, bei der Höhe mal komplett verschätzt, bei dem Reifendruck, bei dem Profil oder einfach vielleicht mal bei der Fahrweise, dann steigt der Trecker bis zu dem Punkt, wo die Steigbegrenzer auf die Erde auftreffen und dadurch hebt sich der Reifen, ich sag mal, ein bisschen aus und kann nicht weiter steigen. So, auch ein wichtiges Sicherheitsmerkmal. Weiterhin wichtig ist eine ordentlich dimensionierte Bremsanlage. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sich fragen, warum brauchen die Trecker überhaupt Bremsen? Die sind am Bremswagen dran. Ja, ist richtig, aber in der Regel oder im Idealfall haben die Räder keinen oder nur noch sehr, sehr, sehr leichten Bodenkontakt vorne, damit das gesamte Gewicht auf der Hinterachse, auf den Hinterreifen liegt. Und um dann noch lenken zu können, muss ich mit Einzelrad bremsen, muss ich mir den Trecker in der Spur halten. Das heißt, wenn der Trecker vorne oben ist, und ich fahre zum Beispiel leicht links aus der Bahn, betätige ich die rechte Bremse. Das rechte Rad wird gebremst. Linker erhält mehr Vortrieb und dreht den Trecker dann wieder in die Bahn rein. Und dafür brauche ich halt eine ordentlich dimensionierte Bremsanlage. Das heißt, entsprechende Bremszylinder, entsprechende Bremsscheiben, damit ich das auch tatsächlich korrigieren kann. Die Reifen sind in den jeweiligen Klassen reglementiert. In der Regel ist es die maximale Größe. Und da spezialisieren sich dann auch die Reifenhersteller drauf. Das heißt, diese Reifen, die kann man mehr oder minder fertig kaufen. Die werden von den Teams dann halt noch angepasst. Insbesondere die Stollenhöhe. Man hat hier die einzelnen Stollen. Die Höhe und der Winkel kann noch leicht modifiziert werden, um halt auf die Radgeschwindigkeit angepasst und auch auf die Leistung, die der Trecker zur Verfügung stellt, entsprechend den Reifenschnitt zu machen. Und das halt aufeinander abzustimmen. Ja, im Groben und Ganzen war es das schon. Wir machen jetzt noch einen ganzen Schwung weitere Videos, wo wir noch mehr Trecker vorstellen. Und ich würde sagen, man sieht sich und bis bald.